Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es nochmal so ein kleines Update zu den Nintendo Switch Hacking-Fortschritten, beziehungsweise zu dem, was jetzt öffentlich angekündigt wurde für den Sommer. Wobei Sommer ja noch ein sehr dehnbarer Begriff ist und es wird natürlich erstmal noch zeigen müssen, ob das dann am Ende wirklich rauskommt. Aber es hat jetzt ein Zusammenschluss vom Research-Team sich dazu entschieden, dass sie bis zum Sommer oder im Sommer, genau gesagt, eine Custom-Firmware für die Switch rausbringen wollen. Und zwar für alle aktuell erschienenen Firmware-Versionen. Das heißt von 1.0.0 bis 5.0.1. Und da wird es verschiedene Ansätze geben. Es wird einerseits für Switches mit der Version 1.0.0 einen ziemlich guten Nicht-Cold-Boot-Exploit geben, was die auch so ein bisschen als Holy Grail, also die Custom-Firmware vom Heiligen Gral bezeichnen. Und damit wird man dann auch sehr einfach den Exploit ausführen können. Aber es geht eben nur auf der Version 1.0.0. Dann gibt es noch die Version unter 3.0.1, wo man auch noch keinen Hardmod braucht. Allerdings sollen Hardmods wohl einfacher sein, beziehungsweise angenehmer sein und mehr zu den Hardmods kommt dann gleich noch. Es gibt dann noch die Version unter gleich 4.1.0, wo es eine Version ohne Hardmod geben wird. Aber das wird ein bisschen wahrscheinlich nach dem Release noch ein bisschen dauern, bis die erscheint. Und außerdem wird man eben dann beim Launch ein einfaches Hardmod brauchen, mehr dazu wie gesagt später. Und dann gibt es noch die Switches mit einer Version von über 5.1.0, also 5.0.0 und 5.0.1, wo man einen Hardmod unbedingt benötigt. Und dann gibt es eben zwei Typen von Hardmods. Einerseits ein einfacher Hardmod, der wohl so einfach sein soll, wie die Switch etwas auseinanderzuschrauben. Man braucht nämlich einen Triewing-Schraubenzieher. Das ist so ein Y-förmiger Schraubenzieher, mit dem man dann wohl was abschrauben muss. Und dann muss man einen Teil, also es ist dann so einfach wie Leiterbahnen mit einer Pinzette kurz zu schließen. Von daher relativ einfach und man muss nicht löten oder so. Und dann wird es noch einen komplizierteren Hardmod geben mit einem Modchip, der auf öffentlicher Hardware basiert. Also zum Beispiel sowas wie Arduino oder so. Welche Hardware dafür benutzt wird, ist noch nicht ganz klar. Beziehungsweise wurde noch nicht veröffentlicht. Der wohl vermutlich sowas wie der Modchip von Team Executor sein wird. Aber das weiß man natürlich nicht, solange Team Executor den Modchip noch nicht rausgebracht hat. Also für die Version 1.0.0 wird man keinen Modchip brauchen, dafür aber eine Version von Puyo Puyo Tetris in der japanischen Version, damit man den Browser starten kann, um einen Exploit auszuführen. Bis 3.0.0, also bis inklusive 3.0.0, wird man keinen Modchip benötigen, aber es wird wahrscheinlich, weil der Modchip so einfach oder weil die Hardmod so einfach zu installieren ist, wird man vermutlich am Ende sich für die Hardmod entscheiden, die wahrscheinlich einfacher auszuführen ist als eine Nicht-Hardmod-Version. Dann gibt es die Version bis 4.1.0 inklusive, für die es beim Launch nur ein Modchip geben, also einen Hardmod geben wird. Aber dann in voraussehbarer Zeit nach dem Release von der Custom Firmware im Sommer vermutlich eine Version ohne Modchip oder eine Möglichkeit ohne Modchip erscheinen wird. Und dann gibt es noch 5.0.0 und höher, wo man auf jeden Fall erstmal einen Hardmod brauchen wird. Neben dem Triewing-Schraubenzieher, um die Switch für einen Hardmod aufzuschrauben, der Switch selber und Joy-Cons, benötigt man auch noch eine Micro-SD-Karte mit einer entsprechenden Größe. Da der NAND von der Switch 32 GB groß ist, also der Hauptspeicher der Switch 32 GB groß ist und man eben vermutlich einen Emulator benutzen möchte, wird eine SD-Karte mit mindestens 64 GB sehr stark empfohlen. Und außerdem wird noch empfohlen, dass man ein USB-A-zu-C-Kabel haben wird, wie das, was bei dem Pro-Controller mitgeliefert ist, weil man damit dann den Hauptspeicher der Switch dumpen kann. Das Ganze wird über ein Skript ausgeführt, was das Ganze per USB macht. Ich werde dann auch nochmal eine Übersetzung von dem FAQ dazu in der Videobeschreibung verlinken. Ich werde ja wahrscheinlich auch in dem Video hier schon ein paar Screenshots eingeblendet haben. Die Quellen gibt es natürlich auch alle in der Videobeschreibung verlinkt, aber das war's dann mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, ciao!